Guten Morgen. Hört ihr den Dschungel? Wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem der berühmtesten Orte auf ganz Bali. Ich finde es einfach so witzig, dass Izzy und ich uns manchmal einfach gleich verhalten. Zum Beispiel sind wir mit dem Roller angekommen und da waren da so zwei Deutsche, die sich unterhalten haben. Wir sind einfach komplett ohne was zu sagen da weggegangen, weil wir einfach gar keinen Bock hatten, uns mit irgendwelchen fremden Deutschen zu unterhalten. Ich habe da aber gestern tatsächlich drüber nachgedacht, wie antisocial man geworden ist, ne? Ich habe halt gar kein Interesse mehr, mich mit anderen Reisenden zu unterhalten. Früher, als man so gereist ist, da tauschst du dich so aus und willst dann alles wissen, was die gemacht haben, was kann man selber machen und so weiter. Man hat da gar keinen Bock mehr drauf. Denkst ja einfach nur so, nee. Also ich hatte noch nie Bock, mich mit anderen Reisenden oder anderen Menschen zu unterhalten. Wie ihr seht, die Temperaturen hier sind schon wieder auch geisteskrank. Also wir sind jetzt gerade von da hinten irgendwo hier wieder hochgelaufen. Boah, ich bin nur am Schwitzen einfach. Ich brauche gar kein T-Shirt anziehen, ist eh nass innerhalb von 4 Minuten. So länger wir hier sind, umso mehr fällt mir auf. Obwohl ich so viel Reis esse, weiß ich gar nichts über Reis. Also ich habe jetzt gerade erstmal gecheckt, dass hier, das sind ja die Reiskörner. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wenn man Reis sieht, so auf Bildern oder so, sieht man ja den nie mit den Körnern. Also es sind ja immer nur diese Gräser. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, hey, der, wo wächst denn dann der Reis eigentlich? Ich weiß nicht, wie der angebaut wird. Ich verstehe nicht, warum der in so hohem Wasser gepflanzt werden muss. Gar nichts. Reis ist wirklich ein krasses Mysterium für mich. Ich glaube, ich muss mir nachher erstmal eine Reis-Doku angucken, weil ich muss ja mal rausfinden, wie das funktioniert mit dem Reis. Wir haben unsere kleine Wanderung abgeschlossen. Wir sind ja relativ früh dahin gegangen, weil Izzy das irgendwie vorher im Internet gelesen hat, dass halt so ab 8 allmögliche Touristen dann kommen. Und wir dachten, okay, wir holen uns die Shots, bevor so viele Leute da sind. Und es war auch ganz gut so, weil man hat jetzt auch voll gemerkt, umso später es jetzt wurde, umso mehr ist auch irgendwie, oh, ich kann gar nicht atmen. Umso mehr es quasi auch auf Touristen ausgelegt war. Also da waren dann halt Einheimische, die haben halt so diese typischen Strohhüte bereitgelegt für Fotos machen. Dann gab es alles Mögliche an Getränken. Jeder hat dich angesprochen, ob du was trinken willst, was essen willst. So. Was ich mich dann generell gefragt habe, ob dieser Reis da überhaupt noch angebaut wird zum Zweck des Reisanbaus oder ob das wirklich einfach nur noch aus touristischen Gründen ist. Aber ich muss sagen, nachdem wir jetzt ein bisschen durch U-Boot gefahren sind, verstehe ich, warum die Leute sagen, es reichen 2-3 Tage. Ja, so groß ist es nicht und es gibt nicht so viel zu sehen, außer wirklich so Touristenattraktionen dann. Ja, wie die Reisfelder zum Beispiel. Dadurch, dass wir jetzt am Arsch der Heide wohnen, müssen wir jetzt auch einkaufen gehen. Wir können nicht jedes Mal einfach essen gehen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, hier in so einen großen Supermarkt zu gehen. Fertig-Nudelsuppen sind die so ein Ding. Ich finde einfach die Verpackung so süß. Immer mit den Gesichtern drauf. Darauf mussten wir uns erstmal ein paar Pokémon-Oreos shoppen. Hier sitze ich nun schön am Schneiden mit den Pokémon-Oreos. Wir müssen morgen früh raus, deswegen heißt es heute früh ins Bett. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch die Videos generell gefallen, abonniert gerne den Kanal. Und wir sehen uns morgen. Macht's gut, Freunde. Ciao. Ich möchte so sein wie Elon Musk. Ride im Hyperloop die ganze Nacht. SpaceX, Shuttle, ja, working hard. Solar City strahlt bis zum Mars. Wir haben ein Problem. Isabelle hat mich in ein veganes Restaurant gelockt. Ey, du hast eben selber auf das Menü geguckt. Ich wusste es nicht. Ich wusste es echt nicht. Ob diese Geschichte erfunden ist?